Was war dein erstes Konzert? Konzert? Ich glaube, also bei kroatischen Sänger Thompson in Zagreb. Ich glaube, vor 10 Jahren jetzt. Ja? Ja. Also so, mit 7 Jahren? Mit 7 Jahren? Nee, mit 10 hatte ich damals. Ja. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Kindheitserinnerung. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Meine schönste Kindheitserinnerung war ein Fußballturnier, wo ich zum besten Torhüter gewählt wurde, wo die besten Mannschaften in Österreich vertreten waren. Da war ich aber noch ganz klein, so 8, 9. Schön. Was kannst du am besten backen oder kochen? Oh, ich glaube, einfache Speise, also wie Hähnchenbrust mit Reis. Worüber hast du dich am meisten geärgert? Über Gegentore, die ich bekommen habe beim Training, durch eigene Fehler. Das ärgert mich heute noch, aber jetzt bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Früher habe ich dann auf alles hingetreten, was in meiner Nähe war. Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit? Ja, also ich hoffe mit Familien, aber weil ich in Deutschland bin, dann habe ich nicht so viel Möglichkeit, nach Kroatien zu gehen. Aber wenn ich kann, dann fliege ich gerne nach Kroatien und mit Familien zusammen zu sein. Sehr schön. Mit welchem Star würdest du gerne für einen Tag dein Leben tauschen? Mit Michael Jordan. Michael Jordan. Ich finde, das ist ein unglaublicher Sportler gewesen und ja, mich beeindruckt einfach seine Geschichte. Sehr schön. Eine Fee, eine Wunschfee steht vor dir und sagt, du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Ich würde mich wünschen nur Gesundheit für mich und meine Familie und mehr braucht man nicht. Welche Eigenschaft hättest du gerne von Josi Becker? Das Selbstbewusstsein. Was ist dein größter sportlicher Erfolg? Mein größter sportlicher Erfolg? Also ich glaube alles bis jetzt. Also ich bin Bundesligaspieler schon mit 18 Jahren gewesen. Jetzt schon mein 3. Jahr in der Bundesliga. Aber so mein größter Traum war immer, Nationalspieler zu sein. Das habe ich dieses Jahr vor 3 Monaten erlebt. Und das kann ich sagen, mein größtes Ziel. Was ist das schlimmste Geschenk, das du jemals bekommen verschenkt hast? Was ich bekommen habe oder verschenkt habe? Du kannst wählen. Ah. Das Schlimmste, was ich bekommen habe, war von meiner Großmutter. Das war ein Pyjama und so Kuschelsocken. Ja, das weiß ich. Habe ich dir erzählt? Ja. Den habe ich nie angezogen. Wie erholst du dich am besten nach einem harten Spiel? Ich glaube, so einfach zu Hause viel schlafen, viel, also nichts machen, das ist das Beste, was man machen kann. Hast du das dem Trainer schon gesagt? Ja, aber er hört mich. Was ist dein liebstes Nationalgericht? Mein Lieblingsessen sind Cevapcici mit Fladenbrot und viel Zwiebel. Das erinnert mich an meine Kindheit und das esse ich jetzt noch gerne, wenn ich nach Kroatien komme. Obwohl du gesund isst? Obwohl ich wirklich versuche, sehr gesund zu essen, aber
dann mache ich halt eine große Ausnahme und, und esse eine noch größere Portion. Wer ist dein Idol? Ja, also mein sportlicher Idol ist Cristiano Ronaldo. Weil mit seiner Arbeit, was er in der ganzen Karriere getan hat, das ist also für, ich glaube, für jeden Sportler also ein Ziel so zu sein. Das kann ich auch so übernehmen. Hast du auch das Selbstvertrauen von Cristiano Ronaldo? Nächste Frage. Wie hast du deine Frau, Freundin damals von dir überzeugen können? Ah, okay. Mit viel Romantik und nein, ich glaube, mit der Art, wie ich einfach bin, und es hat sich dann doch eine gefunden, die, bei der das gut ankommt, und jetzt ist sie meine Frau. Ja, schön. Welche Eigenschaft hättest du gerne von Pavao Pervan? Oh, seine Disziplin, sein, also sein, wie sagst du, Wolle. Seinen Willen, Einstellung. Ja. Seinen Willen zum Arbeit, sein, einfach seine ganze Art, wie er ins Training kommt und wie er jeden Tag alles gibt. Danke. Mit welchem Spieler von früher hättest du gerne einmal in einer Mannschaft gespielt? Mit Oliver Kahn. Der fasziniert mich einfach, sein Wille und sein Ehrgeiz. Und aber das heißt, dass du willst zweite Torwart sein? Vielleicht auch nicht. Nein, ich glaube, dass man da sehr viel lernen hat können. Und ich hätte das gerne erlebt. Kurz bevor er seine Karriere beendet hat. Was wolltest du als Kind beruflich werden? Ich wollte immer ein Fußballer sein. Also von daher, ich habe auch erste Schritte mit Ball gemacht. Und ich war ein Jahr alt. Also meine ersten Schritte waren nur mit Ball. Und ich wusste das ganze Leben, dass das mein Weg ist. Und das habe ich geschafft. Was gefällt dir an Wolfsburg? Der Fußballverein, die Menschen, die im Verein arbeiten. Ich finde, es ist ein sehr gutes Miteinander. Das spürt man, es ist sehr familiär. Und abseits vom Fußball finde ich auch die Autostadt unglaublich, was die sich immer wieder Neues einfallen lassen. Und das ist schon sehr faszinierend. Und das sagen auch alle, die mich bis jetzt besucht haben. Was ist dein Lieblingsessen im Hotel Mama? Hotel Mama? Also alles, was meine Mutter macht, für mich ist immer besonders. Also das, denke ich, für jeden ist so. Du kannst überall essen, aber wenn deine Mama macht, dann ist was Besonderes. Also von daher, alles ist gut. Welches Album hast du dir zuletzt bei Spotify angehört? Nutzt du Spotify überhaupt? Nein. Das wusste ich. Aber das letzte. Egal, das ist ein super Ende. Lassen wir es dann einfach stehen. Welche Superkraft hättest du gerne? Как скажешь, да, сикао, да, си бессмертен, да. Unsterblich. Ja, unsterblich. Ich will unsterblich sein.
Mailand oder Madrid? Ich weiß, was jetzt kommen müsste, aber ich sage Madrid, weil ich viel Gutes von Madrid gehört habe, von einem unserer Mitspieler, und deshalb sage ich Madrid.